bereit machen. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Titanfall 2. Schön, dass ihr mit am Start seid und danke für euren Support auf die letzte Folge. Jetzt geht's zur Sache. Gerne weiter supporten, Leute. Für mehr Titanfall. Ja, ich bin auch ready. Boom, Junge. Ach, das war's ja schon. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere Hut. Alles klar. Wir müssen uns beeilen. Alles klar, alles klar. Dann schauen wir mal, was uns da vorne so erwarten wird. Oh, ist hier Missionsende? Sag nicht, hier ist Missionsende. Doch, alles klar. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich noch in die letzte Folge mit reingepackt. Ach ja. Ja, wie gesagt, danke für euren Support, Leute. Und ja, anscheinend hat das Spiel ein paar kleine Fans, dass da ein paar Leute zuschauen. Bei dem kleinen Big Dream Team, BT. Und unser einer. Blut und Rost. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Hier ist Formberg 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Es wird dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Oh! Da sind unsere Homies. Bam, Junge. Komm her. Ich will so einen Finisher machen. Ach, scheiße, Mann. Normalerweise im Multiplayer kann man ja, wenn die hart angeschlagen sind, die Leute, kann man dann mit der Faust des Titans draufschlagen. Aber kein Problem für mich. Und dann zieht man den feindlichen Piloten raus. Du hast sicher so ein topmodernes Zielerfassungssystem. Was soll es werden, kleiner Mann? Ey, jetzt mal ohne Witz jetzt. Wie laut ist denn das? Wie laut soll ich noch die Stimme machen? Ich verstehe kaum ein Wort, Leute. Ist das nicht krass? Mein Untertitel haben wir an, aber die sind da oben auch so ganz komisch. So, hier war noch ein bisschen Energy, aber wir sind, glaube ich, voll, soweit ich die gesehen habe. So. Shit. Boom. Ey, ich gehör zu dir, ruhig bleiben. Hier liegt überall exzessive Gewalt, ja, so. Was passt als perfekte Beschreibung zu mir? Denn wir werden jetzt hier richtig aufräumen. Brute, er redet mit mir, aber richtig wie Larry. Komm, schieß doch. Nachladen. Boom. Hat die noch getroffen? Nee, leider nicht. Komm, schieß zurück. Jawohl. Jedes Mal in der letzten Sekunde geht er hinter die Deckung, die Sau, ey. Oh, wow, was ist das denn? Was ist das? Das hochentwickelte Design dieser Titan. Oh, sorry. XO-16 Maschinengewehr, das haben wir jetzt im Moment. Ach, guck mal!
Ach, wir verändern nicht nur die Waffe, die Hauptwaffe, sondern komplett unsere Skills auch. Hier haben wir nämlich Partikelmauer, Kraftfeld blockt Schüsse von einer Seite ab. Das, was wir gerade gesehen haben die ganze Zeit, so Naherfassung ortet Gegner in einem Gebiet. Zielsuchraketen, Feuerrakete auf verschiedenen. Multi-Ziel-Raketensystem ist eigentlich ganz geil. Vollständige Erfassung erforderlich. Und Lenkraketen, die dem Ziel des Tone folgen. Ja, wir Da könnte probieren es uns natürlich einen aus. taktischen Vorteil verschaffen. Okay. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit: Ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Attackieren, attackieren. Immer drauf, immer drauf. Batterien sind voll. Ist auch schon ein bisschen. Man muss sich das mal reinziehen, wa? Der Titan ist eine absolute fortschrittliche Kampfmaschine, aber läuft auf Batteriebasis. Weiß einfach Bescheid, ey. Keine Zielerfassung, ja? Die Frage ist allerdings. Jetzt. Boah, Alter. Shit, Alter! Wie geil ist das denn? Oh, ich dash nach hinten zu der Granate. Wie dumm war das denn wieder? Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Warte kurz, BT. Wer schießt denn da auf mich? Alles klar. Ja, voll die heftige Kampfmaschine. Absolut krass. Und er läuft nicht mal auf Akkubasis, weißt du? Unfassbar. Holy moly, Macaroni, Alter! Ich bin fast tot, ich bin schon fast tot! Aufpassen hier! Er lebt! Ganz dumme Idee! Ist das mein Titan? Ja, tatsächlich! Krasser Typ, ey. Okay, das ist voll geil. Irgendwie ist, jetzt wird's, Leute, jetzt wird's erst richtig irgendwie sau nice. Feuerstern. Alter? Ernsthaft jetzt? Moment, Karabiner nehmen wir auch nochmal mit. Kann ich jetzt hier Shurikens werfen? Ey, sorry. Au, 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 au. Ich bin hier unten mittlerweile, okay? Alles klar. Bam! Oh mein Gott. Also Sniper Killer One würdig war das jetzt nicht. Soll das, Marcel? Habe ich ihm gerade seinen Kopf weggeschossen? Ist der geplatzt? Habe ich da richtig. Habe ich da gerade richtig gesehen? Alter, wie schlecht schieße ich denn? Anrutschen und schlagen. Anschlagen. Es macht schon ein bisschen Laune, muss ich sagen. Oh, dicke, eine fette Schrotflinte.
So, wo müssen wir denn lang hier überhaupt? Ach, da hinten ist der Kontrollraum. Was mache ich denn hier hin? Kann ich da oben lang latschen? Tatsächlich. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Bin dabei, BT. Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingelegt. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Surprise, Motherfucker. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. Voll romantisch, ey. Die mögen sich, Leute, die mögen sich. Soweit ich das auch mitbekommen habe, wird, ich glaube, der BT... Oh, hört ihr das schon? Radioaktivität hier am Start, nicht gut. Alle mal herhören, hier spricht Kang. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Miliz. Also, sind wir hier bei Mirror's Edge oder was? Jetzt mal ernsthaft. Wer war das? Ladedaten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, es war nur ein Kopfschuss. Soweit ich das mitbekommen habe, wird der BT auch von einem bekannten Schauspieler gesprochen. Also einem bekannten deutschen Schauspieler. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Ich hab seinen Namen vergessen. Der hat auf jeden Fall im letzten Sido-Film mitgespielt. Wie heißt der nochmal? Mann, Alter, ich weiß nicht, aber ich glaube, er hat den gesprochen. Also das ist auch ein dementsprechend ausgebildeter Schauspieler. Und ich finde, der macht seinen Job gut. Ich meine, wie willst du sonst eine Maschine sprechen? Und gerade auch letztens von EA Battlefield 1, saugeil vertont auf Deutsch. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Aber Titanfall 2 ist irgendwie so ein anderer. Deutsche Milizflotte, wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Die AMC hat neue mechanisierte Infanterie, wir sitzen in der Falle. Pilot, ich orte verbündete Miliztruppen ganz in ihrer Nähe. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Titanfall 2 ist auch so ein anderer Schnack, ey. Das wurde zum Beispiel auch nicht ins Early Access Version, Early Access Programm mitgenommen, mit reingenommen. Auf der Xbox. Wollten die anscheinend nicht. Ich doch richtig gesehen hier. Tut gut, einen Piloten zu sehen, Sir. Unser Squad hat etwas abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen. Hey, also Leute. Dafür, dass die Lautstärkeregler von den normalen Umgebungsgeräuschen und Musik auf der Hälfte sind. Boah! Er hat mich fast getötet! Auf der Hälfte von den Schwangen ist es voll laut irgendwie, oder? Ich glaube, ich nehme die Waffe mit. Oh. Hör mal auf, ist voll gruselig. What the fuck? What the fuck? Was war das? Was war das? Ich habe von hinten oder von unten Schaden bekommen. Aber nicht von dem Gerät. Ich dachte schon, das hätte sich irgendwie hochgesprengt oder so. Captain, einen hohen Bewegungsschwert. Aufpassen! Ein verbündeter Pilot. Captain, die haben uns seinen Milizpiloten geschickt. Einstellen, er gehört zu SOS. Tut gut, einen Piloten zu sehen, Sir. Unser Squad hat etwas abgekriegt. Komische Sache, Leute. Komische Sache, ich weiß nicht, was mich dann umgebracht hat. Oh, die ist natürlich auch ganz nice. Also
wenn ihr mitbekommen habt, was mich getötet hat, schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare. Ich hab's nicht gecheckt. Verstärkung auf 6 Uhr! Oder auf 3! Kommt die Steuer frei! Kommt auf die Ey, wie cool ist das denn bitte? Ohne Witz jetzt! Voll nice! Kommt ein bisschen... Ich weiß nicht, es kommt auch ein bisschen Terminator-Feeling auf. Wenn ich so die ganzen scheiß Maschinen auf mich zugekrabbelt und gerannt sehe. Nur die roten Leuchten sieht man. Das ist ganz nice. Geiles Feeling gerade. Erstmal alles zubomben, ich sehe auch noch gar nichts so wirklich, aber egal, erstmal alles rein da werfen. Rein da werfen. Boom! macht es Bock hier Schellen zu verteilen. Die ist leer, warte mal, den tauschen wir die doch mal aus. Alternator. Okay, da können wir lang. Hier können wir lang. Wo muss ich hin, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Ja. Ich sehe absolut nichts. Es ist so dunkel. Ich will auch nicht in der Gülle lang klatschen. Komm, 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 komm. Jawohl. Hier ist der zweite Helm. Ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut wirklich. Ich sehe wirklich nichts. Tut es mir weh, wenn ich hier in der Gülle. Ja, okay. Ziel geortet, 20 Meter. Ist schon dezent geil. Ist schon dezent geil, so ein bisschen durch die Gegend zu rutschen und dabei den ein oder anderen Gegner wegzusmashen. Also machen wir das doch gleich nochmal. Hat gar nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Immerhin habe ich es weggeschafft. So, nehmen wir die hier mal. Dankeschön. Oh, die ist ganz nice. Ding ist kaputt, sauber. Alles klar, hier ist der Weg. Okay, ich habe gehört, ein Titan der Vanguard-Klasse und ein SRS-Pilot reiben meine Eier zu. Wer du auch sein magst, du bist gar nicht wie wenn ein Freund gar nicht. Ich hab schon. Ach, schon wieder! Schon wieder fast verreckt. Ohne dass ich irgendwas mitbekomme, also wirklich. Nein, ich bin tatsächlich gestorben. Ich dachte, ich könnte die locker noch beide wegklatschen. Okay, ich unterschätze das Spiel so ein bisschen, hier und da. Wo man so locker flockig durch die Gegend springen kann und so. Okay, ich habe gehört, ein Zeichen der Vanguard-Klasse und ein SRS-Pilot reiten meine IRC-Unterstützung auf. Wer du auch sein magst. Okay. Erledigt dich,
Machen wir diesmal ernst, oder? Sauber, sauber, sauber. Kane, bitte komm! In der Anlage ist ein Teil der Vanguard-Klasse. Vermutlich SRS. Vermutlich SRS? Alle Vanguards gehören zur SRS, du Schwachkopf. Wenn du dem Job nicht gewachsen bist, dann übernehme eben ich. Kane wird es schon recht. Ich eier Ziehstümper. Kontrollpunkt, Leute, super, wir sind gerade über 20 Minuten, das passt doch, dass wir hier an dieser Stelle einen Cut setzen. Ja, Leute, ich muss sagen, hier in dem Part war ein bisschen die geilste Action, irgendwie kommt ein richtig cooles Feeling rüber, dass man wirklich mit seinem Titan zusammenarbeitet. Nice, gefällt mir echt gut, ja. So kann es gerne weitergehen, Leute. Wenn ihr Bock habt, seid dabei bei der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Lasst einfach eine Bewertung da. Viel mehr Titanfall. Da muss ich fast heulen. Nee, da kratzt mir einfach nur der Hals. Muss ich ganz komisch angehört haben. Wäre auf jeden Fall korrekt, wenn euer Support in die Kommentare und auf den Like-Button prasseln würde. Ansonsten natürlich gerne immer wieder in die Kommentare schreiben, wie euer Eindruck vom Spiel ist. Ja, bin gespannt, Leute. Danke fürs Zusehen, danke für euren Support, haut rein und tschüss.